Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bread Nudel weltweit. Wir sollen in die Mall, weil wir da noch ein bisschen schauen sollen, was wir für unsere Artikel brauchen. Mall. Ah, jetzt kommen wir zu der Dame. Ich finde, ich sehe so gut aus. Für damalige Verhältnisse wäre das bestimmt mega gewesen. Ah, Kundschaft! Wollt ihr Tickets für die Talentshow kaufen? Eine Talentshow? In Stylesville? Davon habe ich ja noch nie gehört. Kein Wunder. Ich hatte Reporter angeheuert, um Werbung für die Show zu machen, aber die sind nie aufgetaucht. Keine Sorge. Wir machen gerne Werbung für coole Events in Stylesville. Ich bin die Musikchefin vom Brad's Magazine. Vom Brad's Magazine, was? Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr 10.000 Abonnenten zusammenbekommt, dann gebe ich euch Tickets für die erste Reihe, damit ihr exklusiv über die Show berichten könnt. So, ich habe schon mal 6.000. Herausforderungen. Hinweise. Galerie. Deine Aufnahmen werden in der Folge. Dort kannst du bis zu. Ja. Kannst bis zu 6. Ja, das war. Kann ich das löschen? Wie kriege ich denn jetzt Follower zusammen? Ich kann es nicht fassen. Ich habe die perfekten High Heels gefunden. Der sagt mir, dass es im Prinzip hier zwei Läden gibt. Und zwar einmal hier der hier. Aber ich habe ja jetzt schon im Technikladen eine neue Kamera gekauft. So ist es ja nicht. Willkommen im Technikladen, ne? Und der kostet halt einfach zu viel. Außerdem ist er gar nicht besser als den, den wir zu Hause haben. Wir sollten uns eine bessere Kamera zulegen. Natürlich nur fürs Magazin, versteht sich. So viel Auswahl? Nee, gar nicht. Hier ist eine Kiste. Die haben gesagt, ich kann meine Stilpunkte in Follow umwandeln, aber haben nicht gesagt, wie ich das mache. Ich liebe den Style der Einwohner. Ja. Gucken, ob ich mir vielleicht jetzt doch noch eine neue Frisur machen kann. Oh, sie sieht ein bisschen bedrückt aus hier, Madame. Aber hier war keine Kiste jetzt so. Was hast du? Einatmen, ausatmen. Einatmen. Keine Frisur. Alles gut bei dir, Raya? Hey, yes. Ich glaube, ich bin einfach nur nervös. Wieso? Heute ist die Eröffnungsfeier meines neuen Schönheitssalons. Und ich drehe durch. Was ist, wenn keiner kommt? Ach, Sunrays. Klar kommen die. Der Salon ist der Hammer. Das wird ein Hit. Oh, ihr seid echt die Besten. Du weißt ja, wenn wir dir irgendwie helfen können, sag einfach Bescheid. Freunde, da sagst du was. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um Werbung für den Salon zu machen. Klar, wir machen einen auf Retro. Erst machen wir Fotos vom Salon und dann drucken wir ein paar Werbeflyer im Technikladen. Damit kriegen wir sicher ein paar coole Kunden angelockt. Analog, gefällt mir. Also gut, zuerst machen wir ein Foto vom Salon. Aufnahmeort. Selfie aus, Mann. Sehr gut.
Ach, mach ein Foto von der Fassade auch noch. Aha. Ich hätte jetzt eher die Inhaberin fotografiert, aber okay, wenn du der Überzeugung bist, das muss nicht gemacht werden, dann. Nein, sieht schon gut aus. Und dann geht's auf in den Technikladen. Werbeflyer drucken. Sascha ist super dominant, ne? Das ist krass. Ich finde die ein bisschen zu dominant und zu aggressiv, das Mädchen. Hi. Kannst du mir Werbeflyer drucken? Kannst du das bitte für uns drucken? Verteile Werbeflyer an Passanten auf der Straße. Das war's? Okay. Ich dachte jetzt, dass er... Guck mal, du hast ein Fragezeichen über dem Kopf. Du willst doch bestimmt einen Flyer haben, oder? Netter Werbeflyer. Da schaue ich definitiv vorbei. Nur die, die ein Fragezeichen über dem Kopf haben? Oder kann ich das jetzt jedem andrehen? Ich muss erstmal Leute finden. Marco, willst du nicht einen Werbeflyer haben? Ein neuer Salon hier in Stylesville? Ja. Oder Nummer 2? Heute ist die große Eröffnung des neuen Salons. Das solltest du nicht entgehen lassen. Ich sollte vielleicht auch mehr an Frauen verteilen. So. Schau mal vorbei, heute ist die große Eröffnung. Hi. Warte, hier lief da sonst immer noch einer rum? Ja, die habe ich schon anscheinend. Du kannst auch einen Friseur gebrauchen. Schau mal vorbei! Ach, geh wieder in den schönen Heizsalon. Das waren jetzt schon fünf. Oh, okay. Oha. Jetzt ziehen die so ein Gesicht, Mensch. Ist das cool? Schaut euch nur an, wie viele Leute gekommen sind. Perfekt. Danke, Mädels. Wenn ihr mal einen neuen Style antesten wollt, kommt einfach zu mir, okay? Was? Mensch! Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Sieht doch voll gut aus. Eröffnungsfeier, Auftrag abgeschlossen. Das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um darüber in unserem Magazin zu berichten. Nicht? Schaut jederzeit vorbei. Okay. Den finde ich irgendwie ganz nice. Die Schatten unten. Lippenstift, auch was Cooles. Nee, ja, das ist zu doof. Zu hart. Okay, gut. Jetzt geht's weiter, weil es hat sich tatsächlich im Garten aufgehangen. Aha! Lol.
Aber okay. Kann ich hier an den PC? Mal 10. Ich jetzt über 3000 dazu? Tatsächlich. Was? 60 fehlen mir noch? Das ist nicht euer Ernst. Na schön, wir haben aber tatsächlich Karten. Wir könnten theoretisch auch mal in den Park gehen. Lass uns mal in den Park gucken. Ich habe eine Kiste gesehen. Ich habe noch eine Kiste gesehen. Kann man doch bestimmt irgendwas machen. Einwohner, Einwohner, Einwohner. Was bräuchte denn jetzt das als Aufnahmeort? Du hast 100 Mücken erhalten und 20 Stilpunkte. Dankeschön. Aber da war eben gerade einer, der hatte irgendwie so arg Probleme. Dem werden wir natürlich auch helfen. Aber vorher wollte ich doch mal bei dem Geld reingucken. Okay, wenn ich an den Computer gehe, dann funktioniert das von alleine. Das ist closed. Darf ich nicht hin. Das sind alles Einwohner. Yoga-Fan, Yoga-Fan. Kann ich mit Yoga machen? Yoga ist nicht nur gesund, sondern fühlt sich auch super an. Okay. Ich habe jetzt auch so sonst nichts. Hier sind die Mädels. Hat die hier jemand eine glänzende Kiste gesehen? Die sollten wir uns lieber mal ansehen. Hier gibt es bestimmt tolle Fotolocations. Das ist auch ein Problem. Wenn das mal nicht Bunny Boo ist! Fiona, wie geht's? Genießt du die Sonne von Stylesville? Heute ist es wirklich heiß. Stimmt. Und ich mache auch ein paar coole Yoga-Sessions im Park. Einige meiner Schülerinnen sind da drüben. Die machen gerade einen irren Yoga-Wettbewerb. Da solltet ihr auch mitmachen. Der Sieger bekommt sogar einen Preis. Finde einen geeigneten Ort für Fionas Klasse. Wieso ist doch hier? Hey, Fiona meinte, ihr macht eine Art Yoga-Wettbewerb. Das stimmt in der Tat. Eigentlich ist Yoga ja total entspannt. Aber heute peppen wir es auf. Mit einem kleinen Wettbewerb. Da sind wir dabei. Ich habe Angst. Die Regeln sind einfach. Wer eine Pose am längsten hält, gewinnt. Okay, Chloe. Du schaffst das. Wirf dich. Okay, das muss ich machen. So wird gespielt. Halte die Markierung in dem richtigen Bereich, um zu gewinnen. Okay. Hast du gewonnen? Yoga-Training. Auf jeden Fall 3 Sterne. Einen lässigen Rock. Und eine lässige Mütze. Ey, guck dich das mal an. Ich kann die Pose nicht halten. Okay, okay. Ihr macht das richtig gut. Hey, ich bin total abgedriftet. Beim Yoga entspanne ich mich immer komplett. Haben wir gewonnen? Ja. Berichte. Nachricht doch. Guck mal, selbst in Jeans, ne? Und? Wie ist es gelaufen? Vor dir stehen die neuen Yoga-Champions vom Stylesville Park. Mit anderen Worten, gewonnen! Nette Moves. Ihr habt euch einen Preis verdient. Wenn ihr kostenlose Yoga-Sessions wollt, wendet euch jederzeit an mich. Kommt einfach in den Park und sprecht mich an. Fiona, du bist die Beste. Schnell, machen wir ein Siegerfoto.
Das war natürlich wahrscheinlich wieder Mann! Es will einfach nicht klappen, ne? Außer den Artikel. Ja, aber warte, hier war doch noch irgendwer. Entschuldigung, seid ihr das Bratz Pack? Ja. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ich bin ein Designer und möchte in meinen Werken die Schönheit der Natur erfassen. Ich möchte den Geist der Natur in den Mittelpunkt der Mode stellen. Okay. Also bist du hier im Park auf der Suche nach Inspiration, was? Genau. In diesem Park lebt das majestätischste aller Geschöpfe, das Eichhörnchen. Aber irgendwie scheinen die heute kamerascheu zu sein. Niemand von meinem Designteam schafft es, ein Foto von einem zu machen. Hey, könnt ihr ein paar Fotos machen und uns helfen, die Schönheit dieser putzigen Racker zu erfassen? Aber sicher doch. Ach, vielen Dank. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Denk daran, dass du dir auf deinem Handy alle deine Aufgaben anschauen kannst und entscheiden kannst, auf welche du dich konzentrieren willst. Also da ist eins. Haut das ab? Das posiert sogar! Irgendwas mache ich falsch. Oh, wie süß. Nein, das hat mich wiederholt. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wann ich 2 Sterne kriege und wann ich 3 Sterne kriege. So. Irgendwo war hier noch ein drittes. Ich finde es bestimmt. Ah, da. Naja, was soll's. Gehen wir zu Mike. Bono, sprich mit den anderen Leuten, um mehr über die Eichhörnchen zu erfahren. Haben die vielleicht auch ein Ausrufezeichen? Das Gras hier ist immer so akkurat. Wer schneidet das wohl? Warum gibt es hier so viele Eichhörnchen? Hm, diese tolle Parkluft muss man genießen. Okay, hör mal. Wie wäre es, wenn jemand Smoothies für die Eichhörnchen macht? Es ist so schön, sich endlich mal zu entspannen und die Natur zu genießen. Hey, Eichhörnchen! Wusstest du schon, dass man die Nester von Eichhörnchen Kobel nennt? Toll, oder? Vielleicht sollte das der Name der Modelinie sein. Eichhörnchen sind wunderbare Wesen. Manche können sogar von Bäumen heruntergleiten. Das inspiriert mich zu einem Mantel. Hey, Professor! Wir haben die gewünschten Eichhörnchen-Fotos. Die Bengel wissen wirklich, wie man für Fotos posiert. Wow! Ihr habt ein Auge für Naturfotografie. Tja. Das wäre doch eine tolle Story. Die Schönheit der Natur. Mode in den Bäumen. Bekommen wir ein Interview für das Bratz Magazine? Aber selbstverständlich. Also, was inspiriert dich an der Natur so für deine Entwürfe? Die Natur verlangt einem Respekt ab. Sie ist stark und doch so zart. Werden die Eichhörnchen in deinen nächsten Entwürfen auftauchen? Allzu viel darf ich ja noch nicht verraten. Aber ja, die Geschöpfe des Waldes, oder besser gesagt des Parks, sind das perfekte Beispiel dafür, was die Natur so schön macht. Gibt es denn viele Eichhörnchenkurbel? Gibt es in diesem Park viele Eichhörnchenkurbel? Ah, ihr habt mit meinem Designteam gesprochen. Recherche haben die echt drauf. Ja, hier gibt es viele. Jeder einzelne Kobel ist einzigartig und inspirierend. Und
Und das war's mit dem Tierfreund. Jetzt nur noch schnell ein Foto fürs Magazin. Da habe ich jetzt schon wieder 3 Sterne gekriegt. Ich verstehe es nicht. Aber okay. Ich sag dazu ja nichts. Sportliche Sneaker. Aber das gibt uns auf jeden Fall viele Style-Punkte. Und wenn wir jetzt nämlich, glaube ich, nach Hause gehen, kriegen wir auf jeden Fall die 10.000 zusammen. Kann ich auch zuerst zum Flughafen? Weil ich mir vorstellen kann, dass es da bestimmt auch noch so die ein oder andere Kiste bestimmt gibt. Das wäre ein Versuch wert. Ah, seht ihr, da ist schon eine Kiste. Du hast 50. Jetzt sind wir auch mal die Stilpunkte. Mensch, wo muss ich denn hin? Hier sind sie schon mal nicht. Leute, können wir endlich verreisen? Mein Koffer langweilt sich zu Hause. Fliegen ist genau mein Ding. So, die Madame hat nämlich ein Problem. Lässige Schuhe. Und 75. Und Stilpunkte. Ich denke noch nicht, dass wir verreisen können. Wir kommen im Flughafen von Styleville. Okay. Egal wie oft ich fliege, es fühlt sich immer an wie Magie. Aber die sagen nicht, dass wir fliegen dürfen. Hi. Hey, Megan. Du witzst so, als hättest du was Lustiges vor. Wo geht's denn hin? Oh, hey. Wie hast du das denn erraten? Ich fliege nach L.A. Ich habe eine Karte fürs Alonso-Konzert. Wow. Die waren doch innerhalb von Sekunden ausverkauft. Yep, das wird legendär. Sogar die Tickets sehen cool aus. Schau dir das mal an. Oh nein. Oh nein. Das darf noch nicht wahr sein. Du hast deine Karte verloren? Meine Karte. Sie ist weg. Was mache ich nur? Moment. Als ich in der Smoothie-Bar in der Mall war, hatte ich sie noch. Könnt ihr mal für mich nachschauen? Begib dich zur Mall, aber natürlich. In der Smoothie-Bar. Bist du die Smoothie-Bar? Hey, darf es ein Smoothie sein? Vielleicht später. Hast du eventuell Megans Konzertkarte gesehen? Eine Konzertkarte? Hier? Ich fürchte nein. Frag doch mal die letzte Person, die am selben Tisch wie Megan gesessen hat. Ethan, du bist ein Genie. Wer war's denn? Den Namen weiß ich nicht, aber die Person trug eine rote Baseballmütze und ein violettes Hemd. Okay. Violett und rot? Mutige Farbkombo. Da sollte die Suche nicht allzu schwer sein. Eine Eintrittskarte? Habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe gehört, wie jemand darüber gesprochen hat. Wirklich? Wie sah diese Person denn aus? Er trug ein weißes Hemd und eine blaue Jeans. Wow. Okay, danke. Soll ich nach Hinweisen? Er trug ein weißes Hemd und blaue Jeans. Da ist der Dude. Ey, wie kann ich helfen? Ah, ich möchte einen Scooter mieten. Ich meine, wir haben jetzt so, wir können uns das richtig teure Ding leisten. Hui! Das geht aber jetzt richtig ab. Ja, ich habe ein Ticket gefunden. Aber ich bin kein Fan von Alosé. Daher habe ich sie einem Mädchen mit roten Haaren und einer pinken Jacke gegeben. Ist das dein Ernst? Ein Mädchen mit roten Haaren und pinker Jacke. Felicia, hallo! Wie geht's? Oh,
hey! Ich arbeite gerade an meinem Mode-Welto-Fotoprojekt. Ich will in der Stylesville Mall coole und lässige Looks fotografieren. Wollt ihr für mich modeln? Zieht euch ein paar lässige Klamotten an und legt violettes Make-up auf, so wie ich. Okay, das war aber nicht das, was ich suche. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Aufträge. Es hatte mich voll aus dem Konzept gebracht. Wo ist denn? Haben noch sonst immer. Kannst du mir das nochmal erzählen? Moment mal, die gehört Megan? Die kenne ich schon seit einer Ewigkeit. Bringt sie ihr lieber schnell zurück. Die dreht bestimmt gerade durch. Ja. Yep. Leute, wir haben die Eintrittskarte. Also müssen wir sofort zum Flughafen, bevor Megans Flieger abhebt. Ja, ja, entspann dich. Gott, ist die Frau herrisch. Sprich mit Megan. Rechtzeitig. Leute, vielen Dank. Oh Mann, ich wünschte uns stünde auch so eine coole Reise bevor. Mein Koffer ist schon staubiger als Chloes alte Make-up-Pinsel. Vielleicht findet sich ja bald eine coole Reise in eurem Kalender. Man weiß ja nie. Moment, bevor du startest, müssen wir ein Foto von deinem stylischen Flughafen-Look machen. So, das ist jetzt aber perfekt, oder? Ja. Vor dem Abflug. Sehr gut. Wir müssen uns aber noch umziehen. 300 Dollar hat die uns gegeben. Aufträge. Poste den Artikel. Natürlich einen lässigen Stil, der die Einwohner. Okay. Dann gehen wir aber nach Hause, weil dann können wir uns da besser umziehen. Und sie meinte so rosa Make-up. Wie kann ich nochmal... Ich möchte ganz gern die Person einfach mal ändern. Hat die nicht irgendwas vom Küchentisch gesagt? Kleiderschrank. Nee. Ich würd halt schon ganz gern jetzt mal mit wem anders, aber wie kann ich das ändern? Habe ich mich hingesetzt. Da könnte ich mit Jasmin reden. Ah, da, den Schrank. Ja, ich möchte ganz gerne mal mit wem anders spielen. Komm, wir spielen mal mit Chloe. Ja. So, da gucken wir mal, was die Frisur sagt. So, Rouge.
Lidschatten oben. Hat die doch irgendwas von Rosa erzählt. Lidschatten unten. So, und jetzt noch lässig. Lauf, Chloe, lauf! Das machen wir nämlich noch. Also wir machen nicht den, nee, sorry, aber... Lässig, lässig. Urban, sportlich, alternativ. Das sind so aus verschiedenen... Brettspielen anscheinend. So. Habe ich jetzt das gepostet? Oh, das gibt richtig viele Follower. Stylewiz ist der Austragungsort der coolsten Talentshow des Jahres. Wir dürfen über das Event berichten. Na gut, dann gibt es nochmal 300. Sehr gut. Yoga im Park abgeschlossen. So. Jetzt haben wir ja den Auftrag, ne? Den machen wir aber im nächsten Part. Plus im Prinzip dann wahrscheinlich diese Talentshow. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.